professional-grade communication tool. The choice of professional teams. Perfect stream viewing experience. Chosen by online streamers. Easy to use voice messenger service. Chosen by over 12 million gamers. Communication is always vital when competing in tournaments. Winning a match requires perfect coordination. You cannot win by yourself. Raid Call. Communication for winners. So, Ladies and Gentlemen, willkommen zur EPS Summer Season 2013, Spieltag Nummer 11. Ja, der letzte Spieltag ist angebrochen und die Season ging schneller vorbei, als man so wirklich auf dem Schirm hatte. Und heute werden alle Spiele um 20 Uhr parallel ausgetragen. Dementsprechend können wir bei Night in the Damage nicht alle Spiele für euch präsentieren. Aber es gibt auch diverse andere In-Eye-Streams von Kerrigan und von Team KR gibt es, glaube ich, auch eine Übertragung eines Matches. Also, ihr werdet da nicht zu kurz kommen. Hier auf meinem Stream bei Venom TV gibt es Druckwelle gegen Team KR. Beides Teams, die ja diesen Sieg auf jeden Fall dringend brauchen, um ihre Position noch zu verbessern, um den Klassenerhalt sofort safe zu haben, beziehungsweise die Playoffs zu erreichen und nicht in die Relegationsplätze zu rutschen. Und als erstes habe ich bei mir von Druckwelle den El Pajero. Schönen guten Abend, El Pajero. Guten Abend. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Muy bien, oh. ¿Hablas español? Hablo un poco de español. Oh, wunderbar. Ja, gut, das war kurz eine Exkursion ins Spanisch. Wie geht es dir, mein Freund? Ja, ganz gut soweit eigentlich, ne? Mir geht's ganz gut. Ich sehe gerade, der Nachname ist Herr Schläger. Ja. Ist ja ein richtig guter Name, sehe ich jetzt gerade. Ja, also, ihr Situation, 5 Siege, 5 Niederlagen. Ihr seid derzeit auf dem Platz 5 und könnt eigentlich, glaube ich, noch so alles erreichen. Von Platz 9 bis Platz, bis zumindest in den Playoffs schon mal safe zu sein. Oder habe ich da jetzt gerade was falsch im Kopf? Also, wir können bei einer Niederlage, glaube ich, nicht tiefer rutschen als auf Platz 7. Also, Klassenerhalt ist sicher. Klassenerhalt ist sicher. Aber das sollte nicht das Ziel sein, auch wenn wir heute mit Manager spielen müssen. Wie kommt sowas? Das ist so, es ist natürlich ein organisatorisches Problem, dass man jetzt im entscheidenden und letzten Spiel da, oder was heißt im letzten, aber im entscheidenden Spiel, wirklich noch mit Manager antreten muss. Ja, unser Ersatzspieler, der Thjörben, der ist halt beim Fußball, der kann nicht, konnte das auch nicht absagen und unser etatmäßiger Fünfter, der Jan, verweilt auf Mallorca und hatte dort seinen Spaß mit diversen Cervezas. Cervezas. Da sind wir wieder beim Spanisch. Gut. Ja, letzte Map ist DE Season. Jetzt mit dem Manager, was würdest du sagen? Wie schwer wird es jetzt durch den Einsatz des Managers? Werdet ihr da extrem Einbuße zeigen müssen oder ist das Grundgerüst trotzdem safe? Ich sag mal, Kando ist jemand, der früher auch selber gespielt hat, also rafft er durchaus auch selber was. Ist jetzt zwar ein bisschen was her, aber so ganz eingerostet ist er dann doch noch nicht. Wir haben versucht, die Sachen entsprechend umzustellen, dass er jetzt nicht unbedingt auf, gerade als CT, auf der wichtigen Posi überhaupt steht, sondern dass wir da versuchen, mit unseren Stammspielern das Ganze entsprechend rumzureißen und wow. Das hört sich doch schon mal gut an. Wie ich schon gesagt habe, Map ist DE Season und da ist natürlich dadurch, dass Team KR eigentlich ein sehr 1-6-lastiges Team ist, müsste es euch ja eigentlich zugutekommen. Wie stark schätzt ihr Team KR ein? Die konnten bisher 3 Siege in dieser Season rausholen und einen Draw im Vergleich zu euch. Ja, also ich habe mir jetzt von Team KR diese Saison noch nicht so viele Spiele angesehen. Habe mir auch keine Demos oder so angeguckt. Ich kenne den ein oder anderen Spieler aus dem Zehner oder vom Zocken her generell. Und Die sind schon nicht schlecht, die Jungs. Das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Und für die geht es ja auch noch um alles. Also die können ja mit dem Sieg gegen uns, glaube ich, sogar noch auf Platz 7 rutschen. Ja, genau. Und damit die Klasse halten. Und muss man auf jeden Fall ernst nehmen, gar keine Frage. Gut. Ich denke, du hast alles gesagt. Und welchen Gegner würdet ihr euch denn wünschen im Viertelfinale, wenn ihr es denn in die Playoffs jetzt sicher packt?
da nehmen wir eigentlich das, was kommt. Also ist da vom Spielstil her Playing Ducks uns nicht so liegen, würde ich mir dann doch schon eher was wünschen. Eher was. Dass, also dass die verlieren und bloß nicht gegen Enro, die Playoffs sind online. Also erstmal noch was und dann kann man gegen Enro dann ruhig auf den Finals spielen. Alles klar, da sind wir mal gespannt. Gut, dann danke schnell deinen Ergebnistipp. Ich sag 16-12 für uns. 16-12. Und jetzt noch eine kurze Frage. Pajero oder Pajero? Pajero. Pajero, ey Pajero. Ich wünsche dir einen schönen Abend, schöne Grüße an den Rest. Richtig aus, danke. Bis dann, ciao. Ciao. So, und von Team KR kommt der braun gebackene Nähring zu mir. Schönen guten Abend. Ja, moin. Na, wie ist es dir? Ja, geht, ne? Passt. Geht so, aber du hast es überlebt, höre ich. Und, ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich erstmal. Ja, danke schön. Ja, so geht so, ne? Gestern kamen noch ein paar Nachwehen, muss ich noch mal kotzen. Ich habe es nicht mal bis zur Toilette geschafft, kam einfach so alles aus mir raus. Ja, das ist gut, das hört sich gut an. Ja, ich war schwer enttäuscht. Ich muss ja jetzt mal mit dir schimpfen. Du hast dir kein Henna-Tattoo gemacht. Woher weißt du das? Vielleicht hätte ich es ja heute ausgepackt. Das wurde mir aus internen Quellen wurde mir das berichtet. Ey, ohne Spaß, ich wollte es halt wirklich machen, aber immer dann, wenn ich daran vorbeigegangen bin, hatte ich kein Geld mehr. Ja. Klingt jetzt nach einer Ausrede, ne? Aber das, halt müssen wir, so. Das müssen wir aber nachholen. Also ich weiß nicht, bist du auf den Finals zugegen? Ich hab gesagt, wenn wir nicht reden müssen, fahre ich mit Gerd des Finals. Wenn ihr nicht in die Relegation müsst. Gut, dann möchte ich ja hoffen, dass ihr heute auf jeden Fall hier mal Gas geben werdet. Ja, eure Situation. 3 Siege, 1 Draw, 6 Niederlagen, Platz 9 derzeitig. Aber könnt es mit einem Sieg noch auf Platz 7 schaffen? Ganz viel Glück können wir sogar 6 schaffen. Mit ganz, ganz alles, viel Glück. Aber da muss ja die ganze Welt zusammenbrechen, oder nicht? Ja, geht. Also nur 3 Teams müssen verlieren. Ja, das wäre hart. Also wenn ihr wirklich nur auf Platz 6 kommt, dann schreibe ich mir Nähring mit Henna auf die Hand. Oh. Naja, ja, gut. Schauen wir mal. Das wäre natürlich also das heißt, dieses Match ist natürlich extrem wichtig für euch. Wie stark schätzt du natürlich Druckwelle ein? Vor allen Dingen jetzt auf einer Map, die ist Season. Ihr seid ja auch alle, also der größte Teil von euch ist ein 6-Spieler. Was würdest du dazu sagen? Ja, Season ist auf gar keinen Fall unsere stärkste Map. Wir haben da auch schon gegen Server Fortune verloren und... Aber wir haben jetzt ein bisschen trainiert, ein paar PCWs drauf gespielt, hatten nur 2 Tage Zeit leider. Woran das schon lag, ne? Ja. aber, ja, mal schauen. Also, eben gerade hat es gut geklappt, haben nochmal was ausprobiert, hat gerade sehr gut funktioniert. Wenn das jetzt gleich auch so funktioniert, dann haben wir auf jeden Fall Chancen. Aber wir müssen aber auch, habe ich schon nachgerechnet, glaube ich, irgendwie 16-7 oder so gewinnen. Damit wir überhaupt auf Platz 7 oder Platz 6 kommen können. Ja, also. Das schreibe ich mir direkt mal auf. Ist gut. Es ist immer gut, dass man mal das Team vorher hört, weil die haben sich nämlich ausgiebig damit auseinandergesetzt. Ja, und dabei muss aber auch noch Snowgard 16-7 gegen Andrew verlieren. Ne? Also das habe ich schon mit einberechnet. Eieiei, alles klar. Ob das was wird. Wenn ihr es in die Playoffs schaffen solltet, welchen Gegner wünscht ihr euch da am ehesten? Ja, auch Plain Ducks. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Gegen die haben wir halt so kassiert. Ich weiß nicht, was da los war. Und ich habe auch keinen Bock nochmal gegen die zu spielen, ganz ehrlich. Gegen alle anderen. Wir haben gegen Wasp gespielt und war echt ein knappes Match. Ich weiß gar nicht, wer da noch bei ist. Wer noch Druckwelle. Ich weiß nicht, wenn die auch schaffen, dann ist mir das auch da recht. Und gut, der Rest ist mir eigentlich auch egal. Dann dein Traumfinale. Was denkst du, wer am Ende im Finale stehen würde? Traumfinale wäre Team KR gegen Enro. Ja gut, das war unabhängig von euch. Ja, ich wünsche auf jeden Fall Enro, dass sie ins Finale kommen, weil ich glaube, dass sie auch auf der LAN, auf den Finals zeigen, was sie können. Deswegen wünsche ich mir eigentlich, dass sie ins Finale kommen. Und dann glaube, gegen Attax, Playing Ducks oder was? Nö, wenn Attax jetzt hier Erster und Zweiter wird, dann können die erst im Finale gegeneinander, ne? Ja, ich meine ja. Schon, ja. Oder im Halbfinale. Also spielt Attax gegen Enro im Finale und Enro gewinnt. Das wäre krass, das wäre echt krass. Gut, ja. Dann dein Ergebnistipp für heute Abend, 16-7. Ja, muss. Alles klar, 16-7, gut. Dann schöne Grüße an den Rest und viel Spaß heute Abend. Hau rein, ne? Tschüss.